In diesem Video dreht es sich um unterjährige Verzinsung. Das heißt also, was passiert? Man hört es häufiger in der Werbung. Wir haben ein Tagesgeldkonto, also ein Konto, das an sich täglich abgerechnet wird bei 2%igem Jahreszins effektiv. Das heißt also nicht, dass jeder Tag mit 2% verzinst würde. Das würde einen definitiv anderen Jahreszins ergeben. Sondern das heißt, dass meine Verzinsung, auch wenn sie täglich ist, am Ende 2% ergibt. Man kann jetzt, einfacher ist es natürlich, wenn man die Zinsperiode nicht gerade auf täglich wählt, sondern vielleicht mal, lässt sich besser abrechnen, monatlich. Bei monatlicher Abrechnung, Sie kennen das vielleicht von Krediten, die monatlich getilgt werden, da wird dann das Konto auch monatlich abgerechnet und der Zins monatlich neu berechnet. Da braucht man dann einen anderen Zins. Dann hat man zum Beispiel ein Jahr, das sich in 12 Perioden gliedert. Allgemein gliedert es sich in M. im Zinsperioden und dann soll gelten für meinen konformen Zins, so nennt sich der, hinterher hoch M, das soll meinem entsprechenden, ich nenne es jetzt mal effektiven Zins entsprechen. Dabei haben wir ja P gesagt, das ist im Prozent, also müssen wir das Ding noch durch 100 teilen. Und damit wir wieder auf eine Zinszahl kommen, die wir vernünftig verrechnen können, rechnet sich das 1 plus P konform durch 100 hoch M, muss das gleiche sein wie mein Effektivzins übers Jahr gerechnet. Also Beispiel, habe ich einen Jahreszins von 6%. Ich muss jetzt eigentlich nicht mehr dahinter schreiben, dass das der Effektivzins sein soll, denn das haben wir ja von vornherein schon angegeben. Wenn es nicht anders angegeben ist, dann ist es der Effektivzins. Jetzt will ich mein Geld anlegen, zum Beispiel 3 Quartale, also Abrechnung. Quartalsweise. Dann brauche ich ein konformen Zins für M gleich 4. Ich habe ja 4 Quartale im Jahr. Dann muss gelten 1,06, das wäre die Verzinsung für das Jahr. Soll das gleiche sein wie 1 plus P konform durch 100 hoch 4. Wie kann man das jetzt ausrechnen? Das ist vergleichsweise einfach. Man nimmt einfach die vierte Wurzel aus 1,06. Dann haben wir 1 plus P konform durch 100. Also ist mein konformer Zins vierte Wurzel 1,06 minus 1 und das Ganze mal 100, also sind das 1,467.
7% quartalsweise, bei 6% im Jahr. Würde man es einfach nur durch 4 teilen, den Zins, also 6 durch 4 wären ja letztendlich 1,5%, dann sehen Sie, man hat zu viel. Das wurde früher gerne bei Kreditverträgen gemacht. Da hat man gerne den Zins nicht effektiv angegeben, sondern nominal, um einen günstigeren Zins auszuweisen. Bei entsprechend niedrigerer Abweichung gibt das für den Kunden keine schönen Sachen. Das heißt, es wird für den Kunden in der Regel sehr, sehr teuer, wenn man das nicht bedenkt. Und auf diese Art und Weise kann man natürlich auch bei Zinseszinsrechnung die Konten nach einem Vierteljahr, nach einem Quartal, nach einem Monat oder ähnlichem abrechnen. Bei monatlicher Verzinsung können wir nochmal den Zins angeben. Also wenn das Konto abgerechnet wird. Dann haben wir ein M von 12. Das heißt, was tauscht man? Man tauscht nur, alles hier ist gleich. Ich kriege also meinen konformen Zins wieder auf die gleiche Art und Weise heraus. Ich muss also nur die 4 gegen eine 12 tauschen. Und natürlich nicht gegen eine 14. So, das heißt, mein Zinssatz wäre dann 0,4368% monatlich. Ist spricht wieder 6% jährlich effektiv. Genauso hier natürlich auch. Auch das entspricht 6% jährlich effektiv. Das macht man insbesondere dann, wenn man Ratenzahlung hat. Das heißt, ich hatte das eben schon angedeutet, wenn man einen Kredit monatlich zurückzahlt, wenn man eine Rente monatlich bezahlt, wenn man irgendetwas nicht jährlich macht, dann rechnet man seinen Zins, den Effektivzins, auf die entsprechenden Zahlungstermine um, um dann mit der Zinseszinsrechnung weiterrechnen zu können. Und genau an dieser Stelle knüpft das nächste Video an, das Ihnen Ratenzahlung näher bringen soll.